Ja, heute sind die Energien, glaube ich, besonders stark geflossen. Ich weiß nicht warum. Den zweiten Feuerdrachen hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr ausgehalten. Ja. Das war also Wahnsinn. Und das mit den Dings, das war toll. Also ich habe sobald ich die Hände bewegt habe, habe ich das schon im ganzen Körper gespürt. Nein. Und beim Wasserfließen hätte ich eine Frage. Du hast da so besonders ausgeatmet. Macht man so, boah, oder Nein, war das? nein, nein, nein. Das war bei dem Boxen, da habe ich ha! Ha! Gerufen, ja. Ja, So, und aber ich. das andere machst du so, schau. Hauchen Hauchen, genau. mit einem leichten Geräusch, ja, Ja, genau. mit dem Geräusch, das sich anbietet. Also nochmal. Okay. Und der Trick bei der Sache ist immer, wenn wir den Abschluss machen, machen wir es deutlicher. Dann machen wir so, guck hier. Hier Ja. machen wir hier, also das Phänomen heißt ein P über die Lippen beim Ausatmen rausplatzen lassen. Und Okay. bei fließendem Wasser machen wir das sanfter. Dann machen wir es so. Okay, jetzt habe ich es Gut. gehört. Ich werde üben. Ja, okay. So, dann hören wir mal Katrin. Ach, warte mal, Ina, ich wollte dich bitten, kann ich deine Rückmeldung veröffentlichen? Ja, natürlich, gerne. Nein? Okay, danke. So, dann hören wir mal Katrin. Hallo zusammen. Ja, es sind halt tolle Übungen, Stretching-Übungen mag ich so. Mit den Lauten mag ich eben auch, ne? Cooles Programm. Vielen Dank. Fein. Also, du bist auf einem sehr guten Weg und ich freue mich, dass du so engagiert mitmachst. Und ich freue mich, weil ich mir sicher bin, dass es dir von Monat zu Monat besser gehen wird. Und da brauchst du jetzt ein bisschen Geduld, aber das lohnt sich auf jeden Fall für dich.